Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo! Heute zeige ich dir, wie du in CapCut einen Film für Social Media schneiden kannst. Ich zeige dir, wie du dein Video im Hochformat schneiden kannst, wie du deine Videos auf die richtige Größe anpassen kannst, wie du Text und Audio zu deinem Projekt hinzufügen kannst und wie du deinen fertigen Film am Ende ausspielst. Ich habe CapCut bereits geöffnet. Wenn du es zum ersten Mal öffnest, wird es dir auf Englisch angezeigt. Das können wir ganz einfach ändern, indem wir hier oben rechts auf unsere Einstellung gehen, Settings und hier unter Language auf die Sprache Deutsch gehen. Wenn ich jetzt auf Save gehe, dann sagt er mir, dass er das Programm einmal restarten möchte und eröffnet mir das Programm auf Deutsch. Wenn wir unsere Sprache angepasst haben, gehen wir hier oben rechts nochmal in die Einstellungen, Einstellungen und geben hier unter Speichern unter den Ordner an, wo er unser Projekt hinspeichern soll. Ich habe das alles bereits gemacht und gehe jetzt hier unten auf Speichern und öffne im nächsten Schritt das Projekt. Jetzt befinden wir uns hier im Projekt. Hier kann ich jetzt nur noch einige Dinge anpassen. Bevor wir starten, unser Material zu importieren, gehe ich hier rechts in meine Einzelheiten und gehe hier auf Ändern und kann hier einen Namen für mein Projekt vergeben. Ich nenne das jetzt mal CapCut Haustiere. Den Speicherort haben wir eben bereits festgelegt und jetzt gibt es hier den ganz wichtigen Punkt Seitenverhältnis. Wenn ich hier drauf gehe, dann zeigt er mir die verschiedenen Seitenverhältnisse an. Wir sehen hier das Querformat 16:9 und viele weitere Formate. Was wir für Social Media benötigen, ist das 9:16 Format. Dann zeigt er uns das im Hochformat an. Wir sehen das hier hinten auch. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann wählt er 9:16 aus. Die Bildfrequenz ist in Deutschland standardmäßig mit 25 Frames die Sekunde festgelegt, deswegen wählen wir das hier auch an. Der Farbraum passt soweit und ich gehe hier unten auf Speichern und habe dem Programm jetzt gesagt, dass ich im Hochformat arbeiten möchte. Wenn ich mein Material importieren möchte, dann kann ich einfach den Ordner nehmen und mir den hier rüberziehen und ich habe mir auch Musik runtergeladen, auch die füge ich hier einmal hinzu. Wenn ich jetzt anfangen möchte, mein Material zu schneiden, klicke ich in meinen Ordner rein, Haustiere. Wir sehen, dass wir sind jetzt hier in den Ordner reingegangen, den ich mir rübergezogen habe und sehe hier schon eine Vorschau von allen Videos, die ich hier importiert habe. Wenn ich mir meine Videos angucken möchte, klicke ich einmal drauf und er spielt sie mir hier ab. Wir sehen das hier oben. Dieser Strich zeigt uns an, wo er im Video ist. Vielleicht möchte ich mit diesem Bild der Katze anfangen. Ich ziehe mir das ganze Video einfach hier unten rein. Was wir jetzt sehen, ist, dass unser Video im Player nicht bildfüllend ist, weil wir unser Format im Hochformat angelegt haben und unser Ausgangsmaterial, also dieses Video von der Katze hier, wurde in 16:9 gefilmt, also im Querformat. Um das jetzt bildfüllend zu machen, müssten wir unser Bild hochskalieren. Das können wir machen, indem wir hier einfach auf diese Ecken gehen und uns das größer ziehen. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe und mit gedrückter Shift-Taste das nach rechts schiebe, kann ich dafür sorgen, dass diese Katze mittig im Bild ist. Dieses Video kann ich jetzt hier unten in meinem Schnittfenster auch schneiden. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass das hier aufhört, dann kann ich einfach auf diese Schnittkante hier hinten gehen und kann mir das hier zuziehen und habe mir das jetzt auf diese Länge zurechtgeschnitten. Mein Video hat jetzt keinen Ton hier drunter. Falls hier Ton drunter ist, wird euch hier zusätzlich noch eine Waveform angezeigt mit dem Ton eures Videos. Falls ihr Ton unter dem Video habt und diesen Ton löschen möchtet, dann könnt ihr mit dem rechten Mausklick hier drauf gehen auf euren Clip und sagen Audio extrahieren. Bei mir geht das jetzt nicht, weil ich gerade keinen Ton unter meinem Video liegen habe. Zum Start des Videos soll zusätzlich Text erscheinen. Wenn ich jetzt hier auf Text gehe, finden wir hier verschiedene Vorlagen, die wir gegebenenfalls für unser Video nutzen können. Wichtig ist, dass ihr die Vorlagen nutzt, wo nicht Pro dran steht, weil die Pro-Vorlagen ein Pro-Abo voraussetzen und Geld kosten. Wenn ich jetzt hier einen Standardtext hinzufügen möchte, dann zeigt er mir hier eine Vorschau an, wenn ich da einmal draufklicke. Und wenn ich den jetzt hier unten über mein Video legen möchte, dann kann ich hier einfach auf das Plus klicken, zur Spur hinzufügen und er legt mir jetzt hier einen Text an. Wenn ich den ändern möchte, kann ich hier einfach einen Doppelklick auf den Text machen und hier zum Beispiel in großen Buchstaben Katzen hinschreiben. Ich kann die Schriftgröße jetzt hier natürlich noch anpassen. Die Schriftart kann ich anpassen.
kann mir das, wenn ich hier drauf gehe, auch noch dahin schieben, wo ich das haben möchte. Wenn wir jetzt Videos für Social Media schneiden und mit Text arbeiten, ist es wichtig, dass wir die Safe Zone im Hinterkopf haben, also den Title Safe Bereich, der Bereich, wo wir unseren Titel sicher reinlegen können, ohne dass der Text von den anderen Buttons, die dort zu sehen sind, überdeckt wird. Diese Safe Zone kann man einfach mal googeln, Safe Zone TikTok, Safe Zone Instagram und sich dann Bilder aus dem Internet dazu runterladen. Ich habe das mal gemacht. Ich gehe mal hier auf Importieren, gehe mal hier zurück auf Alle und ziehe mir mal hier die Safe Zone für TikTok zum Beispiel rein. Und die kann ich mir jetzt auch hier einfach runterziehen. Und wir sehen jetzt hier, Katzen ist noch in der Safe Zone. Ich könnte jetzt natürlich die Katzen hier anpassen und wirklich sicher hier reinbringen. Ich könnte auch die Safe Zone für Instagram, die habe ich mir auch mal rausgesucht. Die könnte ich mir natürlich auch nochmal hier reinziehen. Lösche die andere raus und auch da wäre ich in der Safe Zone drin. Die kann man dann wieder rauslöschen und weiß nun, dass der Text hier richtig platziert ist. Ich möchte, dass dieser Text über mein ganzes erstes Video läuft. Ziehe mir also hier diesen Block ein bisschen länger. Nun möchte ich vielleicht noch die Eigenschaften von Katzen beschreiben. Dazu suche ich mir weitere Videos von Katzen raus. Ich kann mir die hier wieder oben angucken. Das ist hier eine schlafende Katze. Wenn ich das möchte, kann ich auch hier oben schon vorselektieren, wo das Video losgehen möchte. Ihr seht das, ich gehe hier über diese Kante und ziehe mir das zurecht. Wenn ich das jetzt mir hier runterziehe, dann zieht er mir eben nur den Teil rein, den ich mir hier zurechtgeschnitten habe. Auch da müsste ich wieder gucken, dass mein Video bildfüllend ist. Ich ziehe mir das wieder auf die Größe und ziehe mir das hier rüber. Wenn ich meinen Text mir kopieren möchte, kann ich hier mit gedrückter Alt bzw. auf dem Mac mit gedrückter Option-Taste auf meinen Text gehen und mit gedrückter linker Maustaste mir diesen Text hier einfach rüberziehen. Jetzt habe ich den kopiert und ich könnte ihn jetzt hier anpassen. Beruhigend. Der Text ist jetzt hier deutlich zu lang. Hier müsste ich jetzt die Schriftgröße etwas anpassen. Und vielleicht auch zweizeilig. Und auch hier, wenn ich mir den platzieren möchte, würde ich hier wieder auf meine Safe Zone gucken, würde mir die mal wieder reinlegen und würde sehen, okay, der Text wäre jetzt hier in der Safe Zone. Ich kann mir den jetzt hier noch ein bisschen nach unten schieben. Wenn ich jetzt noch dahinter das Bild sehen möchte, dann kann ich hier auf den Punkt Mischung klicken und kann hier von meiner Safe Zone die Transparenz ein bisschen runterziehen und wir sehen, was passiert ist. Ist das leicht durchsichtig und ich kann jetzt genau sehen, okay, ich ziehe mir die hier mal auf. Das ist alles in der Safe Zone. Ich lasse diese Safe Zone jetzt mal hier liegen, kopiere mir diesen Text nochmal mit gedrückter Options- bzw. gedrückter Alt-Taste. Ziehe ich mir den Block hier nochmal rüber. Der soll hier andocken. Ich ändere jetzt das mal hier in liebevoll. Auch das ist noch in der Safe Zone. Und dann möchte ich vielleicht noch sagen, dass sie pflegeleicht sind. Also kopiere ich mir einfach diesen Textblock noch einmal und schreibe hier hin pflegeleicht. So, da sehen wir, dass es jetzt Probleme mit der Safe Zone gibt. Ich habe mir die hier nochmal aufgezogen. Ich stelle es mir hier auf Schriftgröße 16. Und das mache ich bei den anderen Texten, die ich hier eingebaut habe, auch einfach. Ich klicke hier drauf. Und wir sehen, dass alles in der Safe Zone ist. Die kann ich dann rauslöschen und kann jetzt hier noch passende Videos zu suchen. Wenn ich jetzt weitere Videos einfügen wollen würde, dann kann ich das einfach machen, indem ich hier drauf gehe, mir die Sachen angucke. Ich kann sie mir hier zurechtschneiden und dann theoretisch einfach hier hinterpacken. Wieder auf die richtige Größe ziehen. Wenn ich jetzt möchte, dass hier passend zu dem Sinn liebevoll das nächste Bild losgeht, dann kann ich hier auf meinen Clip gehen und ich gehe hier oben auf diesen Punkt Inhalt rechts löschen und er löscht den Inhalt, also alles, was hier neben dem Schnittkopf ist, nach rechts und wir sehen, das nächste Bild fängt an bei sind liebevoll. Jetzt möchte ich noch ein Bild hinzufügen, sind pflegeleicht. Dafür nehme ich vielleicht dieses Bild hier oben, wo sie in
diesen Pott hier rumwühlt und sich dann die Pfote leckt. Das kann ich mir hier auch schon so zurechtschneiden. Und auch das Video ziehe ich mir hier wieder einfach hier unten rein. Das liegt jetzt dahinter. Ich zoome hier oben ein bisschen raus. Und wenn ich möchte, dass das hier dann abschneidet quasi, dann kann ich hier wieder auf diese Klammer gehen, Inhalt rechts löschen und er löscht das raus und zieht mir das hier ran. Da man hier die Essensschale eh nicht so gut sieht, ziehe ich mir das Bild hier noch ein bisschen rechts rüber und ich möchte auch hier ein bisschen später einsteigen. Dann kann ich hier oben auch sagen, Inhalt links löschen und wir sehen, was passiert. Jetzt fängt er hier mit der leckenden Pfote an und jetzt könnte ich mir hier das hinten noch zuziehen und habe mir jetzt hier mein Video zusammengeschnitten. Was jetzt noch fehlt, ist Musik, die wir hier drunter legen. Wenn wir jetzt noch Musik hinzufügen möchten, dann können wir hier unter den Punkt Audio gehen und falls wir unsere Videos für TikTok schneiden, uns hier an dieser Musik bedienen. Falls euer Video für Instagram ist, könnt ihr euch an der Meta Sound Collection bedienen. Den Link dazu poste ich unten in die Beschreibung. Wenn ihr einen Song gefunden habt, der euch gefällt, dann könnt ihr den einfach nehmen und euch auch hier unten reinziehen. So, jetzt möchte ich, dass unser Audio direkt anfängt. Also gehe ich hier an den Punkt, ich zoome hier mal ein bisschen rein, gehe ich hier an den Punkt, wo hier der erste Schlag ist und schneide mir das hier so zurecht, ziehe mir das hier rüber. Und kann jetzt natürlich noch mein Video auf die Musik schneiden, indem ich hier das ein bisschen länger ziehe zum Beispiel. Hier ist dann der nächste Schlag. Ich ziehe mir das hier auf bis zum nächsten Schlag. Mache das gleiche hier oben mit meinem Text. So. Und auch den Text, den anderen schiebe ich mir mal ein bisschen nach hinten, schiebe mir den hier auf, ziehe mir das hier wieder ran. Wir können, wenn wir die Pfeiltasten nach links und rechts drücken, können wir auch frameweise nach links und rechts gehen. Auch hier schiebe ich mir das wieder auf und ziehe mir das hier ein bisschen länger. So, bis hier soll das jetzt gehen. Ich ziehe mir das hier wieder auf und ich möchte aber, dass hier dann unser Audio endet. Auch hier kann ich wieder den Punkt Inhalt rechts löschen anwählen. Dann löscht er mir alles, was jetzt hier hinter ist, raus und schneidet mein Audio da ab. Und wenn ich jetzt hier über mein Audio gehe, ich zoome mal noch ein bisschen näher rein, damit wir es besser sehen, kann ich jetzt hier auch einen Punkt anwählen. Und wenn ich den greife und nach links schiebe, dann sehen wir, was passiert. Er setzt mir jetzt hier so eine Blende, vielleicht über 2 Sekunden. So habe ich jetzt nun mein Video fertig geschnitten und jetzt möchte ich es eigentlich nur noch exportieren, damit ich es dann anschließend hochladen kann. Und das mache ich hier oben unter Exportieren. Hier können wir jetzt nochmal den Namen anpassen. Wir sehen hier den Ordner, wo das hinkopiert werden soll. Den habe ich bereits angepasst. Bitrate, Auflösung und Codec lassen wir so, wie er ist. Nun stellen wir bei Auflösung auf 1080p, dass er uns das in Full HD ausgibt. Beim Codec wählen wir den H264 Codec, das ist der gängigste Codec für Online-Videos. Format MP4, Bildfrequenz 25 Frames die Sekunde und können nun das Ganze hier einfach ausgeben, indem wir auf den Punkt Exportieren klicken. Von hier können wir unser Video jetzt direkt auf TikTok teilen. Dafür müssen wir natürlich angemeldet sein oder es uns aus dem Ordner, wo wir es rein exportiert haben, aufrufen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial helfen. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald!